Am meisten an die Beat begeistert. Das habe ich, glaube ich, auch schon 5000 Mal gesagt. Die Community von euch, die ist mega. Und dass ich wirklich so schnell mein Workout zusammenstellen kann, keine Zeit weiter brauche und dann im Training auch die Zeit habe, die verschiedenen Level für die Leute anzubieten und auf jeden Einzelnen einzugehen. Das ist das, was ich so mega finde. Bin ich. Ich bin die Nicole, bin noch 39 Jahre alt und komme aus Dresden und bin eigentlich im Gesundheitsbereich unterwegs in der Krankenkasse. Hatte mir irgendwann gedacht, ich muss was Sportliches machen. Hatte angefangen, ein bisschen Trainerlizenzen zu machen, mache selber meine Kurse und irgendwann muss das was Neues sein. Und da bin ich bei euch gelandet. Eigentlich ganz klassisch, weil ich selber Teilnehmerin in Kursen bin durch meine Mentorin. Die hat dann irgendwann zwischendurch bei einem anderen Kurs immer mal Hit the Beat eingebaut. Und dann haben wir uns samstags immer mit Leuten getroffen und ich fand das so mega, das Konzept, dass ich dann gesagt habe, ja, ich probiere erst mal was anderes. Vielleicht ist das ja gar nicht so mein Ding, hier die Beat zu schwer und mal schauen, ob das überhaupt funktioniert und Trainer werden, ob das auch so meins ist. Ne? Und dann haben wir uns immer weiter getroffen. Dann war ich letztes Jahr bei der Jam Session in Berlin gewesen und einfach so eure Community, das, was da abgeht, diese ganze geile Vibration, da habe ich mir gedacht, ach, das musst du doch machen. Und deswegen bin ich dann bei euch gelandet. Die Gedanken und Zweifel, die ich so hatte, ob ich das überhaupt irgendwie schaffen könnte bei euch, war wirklich, schaffe ich das als Trainer vorne zu stehen, alle Leute mitzunehmen, mich zu konzentrieren, schaffe ich überhaupt die Übungen, die ihr habt? Weil durch die ganzen Level, die man hat, man möchte ja auch nicht immer nur das Niedrigste anbieten. Da sagt man sich, schaffe ich das körperlich, konditionell? Weil man hat auch so seine kleinen Vorerkrankungen, wo man sagt, passt das dann auch wirklich noch? Aber im Core und auch durch die Übung, die ich schon mitgemacht habe, hat man gesehen, ach, wenn man sich anstrengt und einfach mit der Zeit wächst, klappt das auch. Warum habe ich ja zu der Ausbildung gesagt? Weil ich durch meine anderen Kurse, die ich mal gesehen habe, ja, klappt als Trainer vorne zu stehen. Man kann die Leute mitnehmen. Und weil ich selber so hinter Hit the Beat stand von dem und immer so total mit Enthusiasmus dabei war, habe ich gesagt, nee, was habe ich zu verlieren? Außer halt das Geld, was ich investiere und die Zeit, habe ich nichts zu verlieren. Und die Lisa hat mir damals auch total, sag ich mal, den Kopfschmerz genommen, ne, zu sagen, ah, ich mache das jetzt doch nie, weil sie sagte, hey, fang an, wenn es bei dir beruflich passt und mit deinem Kind du bist alleinerziehend, ach, dann passt bestimmt besser das Online-Training für dich und so. Lass es dir durch den Kopf gehen und wenn es doch nicht passt, dann stoppen wir noch ein bisschen später mit dem Ganzen. Und das war so dieses, ich habe die Flexibilität für mich gefunden und habe gesagt, hey, das kann ich dann doch schon irgendwie in meinen Alltag reinpacken und mir das gestalten, wie es für mich passt. Deswegen habe ich gesagt, ja. Und das war meine dritte Ausbildung im Bereich Fitness. Und die anderen waren immer so Tageskurse oder rein online basiert. Und das war bei euch komplett anders als das, was ich bisher kannte. Also ich war da echt schon geflasht, wo ich von der Mathilda so meine Einführung bekommen habe, gedacht so, ui, ganz schön viele Lektionen, da ist man erstmal erschlagen und dann hat man sich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, hey, wie schön. Ich habe zu jedem Videos, ich habe was Geschriebenes, ich habe es wirklich mal auf Deutsch gesagt, idiotensicher erklärt bekommen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das hat eben dann wirklich so die Sicherheit gegeben, dass man immer wieder wusste, was habe ich zu tun. Genau, wie lief die Online-Ausbildung? Ich habe mir erstmal eure ganze Einführung angeschaut, war ja wirklich erschlagen davon, was dort alles da war und dann fand ich das total niedlich. Ihr habt so einen kleinen Plan gehabt, in Wochen aufgeteilt, wie man sich im Prinzip durchhangeln könnte in den 4 Monaten. Hat man sich so hingelegt, da hat man gedacht, oh, ich muss erstmal das, ich will ganz schnell zum ersten Video kommen. Und da muss ich sagen, habe ich dann meinen ersten Dämpfer bekommen, weil ich dachte, ach, das andere war ja alles total easy, tue ich mich mal schnell durchhangeln. Und ich war dann wirklich so doof, habe nicht auf alles geachtet, was gemacht werden sollte und habe dann meine Händchen nicht unten im Video drin gehabt, wo dann Mathilda sagte, nee, jetzt darfst du bitte nochmal. Und dann kam irgendwann abends, du hast das nicht bestanden. Ich dachte so, oh fuck, das war aber hart. Aber nee, jetzt waren die hart, es war gut, weil ihr habt so geniale Feedback-Videos. Das finde ich so schön. Das ist positiv motivierend, das Ganze. Ihr zeigt nochmal im Video, auf was man das eine oder andere mal achten kann. Ihr sagt, was schon gut ist. Das ist so positive Kritik, die einen anspornt und motiviert. Und dadurch, dass ich mir wirklich alle Videos anschauen kann, die ganzen aufgeschriebenen Sachen dazu eigentlich auch nochmal hinlegen könnte, wenn ich das wollte, finde ich das einfach mega. Das ist für jeden echt super gemacht. Und wenn man ja will, kann man sich noch einen Call buchen bei euch.
Und den Call habe ich nie gebraucht, weil es alles so super war. Das war für mich echt 1A. Mein Eindruck vor und nach der Ausbildung von Hittebeat, muss ich sagen, hat sich irgendwo bestätigt und ist sogar noch weiter gewachsen. Weil es war vorher schon, weil man ein, zwei andere Trainer von euch kennengelernt hatte, die immer vorbeigekommen sind, haben wir gedacht, ach wirklich geil, schöner Sport, coole Community. Und seitdem man dabei ist, auch in eurer WhatsApp-Gruppe und so, das ist ein schönes Miteinander. Positiv, nett, freundlich, wertschätzend und man hat da Bock, immer weiterzumachen. Ich bin am meisten an Hittebeat begeistert. Das habe ich glaube auch schon 5000 Mal gesagt. Die Community von euch, die ist mega und dass ich wirklich so schnell mein Workout zusammenstellen kann, keine Zeit weiter brauche und dann im Training auch die Zeit habe, die verschiedenen Level für die Leute anzubieten und auf jeden Einzelnen einzugehen. Das ist das, was ich so mega finde. Wenn jemand sich für die Ausbildung interessiert, würde ich auf jeden Fall ihm immer wieder sagen, geh den Weg, geh den Schritt, trau dich, nimm dir einfach die Angst selber weg. Weil du hast alle Unterstützung der Welt, es ist super aufgebaut und es ist für jeden machbar, egal an welchem Fitnesslevel du stehst, du schaffst das. Weil du kannst dich auch immer wieder selber zurücknehmen in dem Video, was du drehst. Das habe ich auch einmal gemacht. Das war mir beim Happy Feet zu crazy. Da habe ich dann gesagt, ah, ich gehe doch nochmal einen Schritt zurück, dann ist es auch sauber. Und das ist das, wo ich sage, macht's. 5, 6, 7, 8.